Zeit. Nacht ist mächtig, was los? Aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René, bei mir ist Marcel. Marcel, was? Der jetzt Pokémon spielt und deswegen seinen eigenen Namen sagen muss anscheinend. Und es geht nach langer, langer Pause mal wieder weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Denn in 4 Tagen oder so, ja, in ziemlich genau 4 Tagen kommt Goblins vs. Gnomes raus. Das erste richtige große Add-on für Hearthstone. Natürlich alles kostenfrei, bla bla bla. Aber der Patch kam heute schon. Heute ist Freitag, ne? Ja, Freitag. Also fast eine Woche vorher und steht ganz unter dem Zeichen, die Goblins und Gnome haben die Arena überfallen. Deswegen seht ihr das hier so britzeln. Ja, ich habe jetzt hier noch... Quests habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich will jetzt eine Arena-Runde machen. Man kriegt auch einen umsonst. Also ich könnte theoretisch 2 machen. Aber weil ich ja zum Add-on selber richtig nochmal reinsteigen will, mache ich jetzt nur eine Arena-Runde und werde die dann so schneiden, dass es für 4-5 Tage reicht. Dann gehen wir mal in die Arena. Marcel will Ops, deswegen... Jetzt kannst du noch nicht, oder? Nee. Okay, dann muss übrigens ich das machen. Erklär das erstmal, das Opsen ist neu. Genau, es gibt nämlich jetzt schon die neuen Features. Also einmal gibt es den Zuschauermodus. Wenn Marcel jetzt ein Spiel starten, also ich könnte ihn jetzt hier herausfordern, dann würden wir ein Duell machen. Und wenn er im Spiel selber ist, dann wäre ich ein Auge und dann könnte ich ihn observieren. Dann wurden wieder ein paar Karten geändert. Sonst ist halt nur der Pre-Patch und am Dienstag kommt dann sozusagen, wird es einfach nur freigeschaltet. Also der Kram ist schon drin. Und dann gibt es 120 neue Karten und bla bla bla. Was? Ja, Alter. 120 und davon irgendwie 40 Legendaries gefühlt. Und diese Karten kriegt man halt jetzt in diesem Patch schon in der Arena, weil, wie gesagt, die Goblins und Gnome die Arena überfallen sozusagen. Deswegen machen wir mal ein Arena-Match. Da ich den Hexenmeister überhaupt nicht leiden kann und Rexa bei mir schon Level 60 ist, nehmen wir schon wieder den Choken. Den hatte ich, glaube ich, sogar vorher schon. So, was haben wir denn hier? Ich werde auch wenn es wahrscheinlich nicht praktikabel ist, werde ich einfach mal, wenn es eine neue Karte ist, direkt reinnehmen. So, hier nehmen wir erstmal einen Agenturm-Kommandant. Ansturm Gottesschild, schön. Scharföl des Tüftlers, das ist eindeutig neu. Für 4 Mana verleiht eurer Waffe +3 Angriff. Kombo verleiht einem zufälligen befreundeten Diener +3 Angriff. Ja, Goblins vs. Gnome ist sehr viel mit zufällig. Was ich aber gut finde, weil dafür sind die Dinger halt richtig stark. Nehmen wir. Richtig stark. Goblin Barbier Umarmt. Das ist die Schurkenkarte, wie ihr seht. Die ist schwarz-gelb. Kampfschrei verleiht eurer Waffe +1 Angriff. 2-3-2. Und Max, die sind jetzt neu. Also es gab vorher schon Mac-Karten. Die hatten aber jetzt diesen Typ noch nicht. Und alte Karten haben den jetzt. Also zum Beispiel der Ernteschnitter ist ein Mac. Also alles, was ein Roboter oder sowas ist, ist ein Mac. Und cool. Die sind auch ganz wichtig. Jetzt hier nochmal das Schafe. Wie gesagt, ich nehme die jetzt zwanghaft. Ritter der silbernen Hand für 5. Wir müssen die Mana-Kurve im Auge behalten. Den Totengräber mag ich, aber da ich wahrscheinlich kein Todesröcheln kriegen werde, werden wir mal nicht drauf spekulieren. Nochmal dieses scheiß Schafel. Okay, nehmen wir. Oh, Mystikerin von Kesan. Das ist eine Goblin-Olle. 4 Mana, 4-3. Kampfschrei übernimmt die Kontrolle über ein zufälliges feindliches Geheimnis. Ist jetzt auch nicht so praktikabel, weil man ja nicht unbedingt wissen kann, dass der Gegner Geheimnisse spielt. Aber, YOLO. Was haben wir noch? Dann nehme ich Verrat. Oh, Aufziehgigant für 12 fucking Mana, 8-8, kostet ein weniger für jede Karte auf der Hand eures Gegners. Okay, das ist quasi das Gegenteil von seinem Bruder hier, von dem Bergriesen. Halt nicht auf der eigenen Hand, sondern auf der gegnerischen Hand. Könnte man gut kombinieren mit Kartenzieheffekten für den Gegner. Das ist sein Deck schneller leer, er kriegt irgendwann aufs Maul. Und man kann den Aufziehgigant spielen. Deutschfächer, gnomische Erfinderin. Illuminatorin, die ist auch neu, ist eine Gnomin. 3 Mana, 2-4, stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her, wenn ihr am Ende eures Zugs über ein aktives Geheimnis verfügt. Hm. Das Problem ist jetzt, da der Schurke keine Geheimnisse hat, ist die total nutzlos. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich nehme die neuen Karten, aber bei der sehen wir den Effekt einfach nicht. Also hier ist es halt wenigstens so, der Gegner könnte ein Geheimnis haben. Hier ist es einfach, es ist 100% ausgeschlossen, deswegen nehme ich die Bibliothekmeisterin. Siehst du schon gegen verstoßen. Da bin ich eigentlich laut genug, weil meine Mom hat mal wieder hier über mein Interface gewischt und hat alle Regler verschoben. So, hier sieht also man das. Also ist gut. Ja gut, denn der Erntegolem hier ist jetzt auch ein Mac, war er vorher nicht. Vorher war es nicht so wie die Erfindung hier. Schiffskanone, 2 Mana, 2-3. Genau, der Gernte-Olem. Fügt jedes Mal einem zufälligen Feind 2 Schaden zu, wenn ihr einen Piraten herbeiruft. Ist voll die Schurkenkarte. Nee, Kriegerkarte, weil mein Krieger hat V2.
voll das Piratendeck. Auch nichts Besonderes, nehme ich mal Sturmlandkommando. Oh, Splittersteintrock. Erhält jedes Mal plus ein Angriff, wenn euer Gegner einen Zauber wirkt. Das ist genauso wie die Mystiker von gesagt. Man kann halt nie sicher sein, ob der einen Zauber wirkt. Aber für 2-2-3 ist genauso wie das wie der Flusskrokilist, den Marcel heute lieben gelernt hat. kann man mal nehmen. Dann nehmen wir ja, hier ich habe heute mal ein bisschen gespielt. Ja, Marcel, habe ich jetzt auch mal wieder dazu gebracht, weil jetzt, wo man opsen kann, können wir natürlich so ein kleines Turnier machen. Ich weiß auch genau, wie wir es aufziehen werden, damit wir auch, damit alle eine reelle Chance haben, sage ich mal, weil sonst würde ich die total wegficken. Nicht unbedingt, weil ich jetzt der Pro bin, der ich natürlich bin, aber einfach, weil ich habe einfach mal 500 mal so viel Karten wie die, weil die haben das nichts, stimmt. Die haben die Basiskarten, noch nicht mal die Basiskarten. Ich glaube, Domi hat auch noch nicht hochgespielt, ne? Ich glaube, Domi ist noch komplett Level 0, der hat noch nicht mal das Tutorial, weil der hatte richtig gesuchtet noch in der Closed Beta und bei der Open Beta ging es ja direkt in die Veröffentlichung rein. Also ich hätte theoretisch ab der Veröffentlichung von der Open Beta direkt losspielen können, weil sich nichts mehr geändert hätte. Also die Karten, alles wurde übernommen, das war ein flüssiger Übergang, da war nicht, okay, das Spiel ist jetzt draußen, es wird nochmal alles gelöscht und du kannst jetzt so und so viel Booster aufmachen, damit du deine Karten wieder kriegst, sondern ich habe einfach alles übernommen. So, hier nehme ich jetzt den Frostwolf-Kriegsfürst, hier war auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Aber sowas übrigens hier auch mit Naxxramas. Also ich glaube, so eine halbe Woche, Woche bevor Naxxramas draußen war, konnte man auch schon die Naxxramas-Karten in der Arena spielen. Cool. Verrückter Alchemist. Nehmen wir den? Nee, ich brauche eine 3-Karte. Nehmen wir da eine andere. Flugmaschine! Man nennt mich Herr Deku. 3 Mana, 1-4. Windzorn aber dafür. Und Mac, wenn man den bufft, ist der super stark. Was, Mr. Watt? Oder Herr Deku? Mr. Deku? Herr Deku. Ach, Herr Deku. Ach, der Typ, okay. Ja, ich weiß genau, wen du meinst. Ja, was macht der? Ich habe mit dem nie geredet. Ich glaube, der hilft dir auf jeden Fall mit dieser Mine dekorieren da. Ja, sagt er halt irgendwas von seltenen Items. Da ich nur einer Karte habe, nehme ich jetzt nochmal den Unteroffizier. Schon wieder nur so ein Bullshit. Bullshit? Bullshit. Ne, die bringt mir nichts beim Schulden, deswegen nehme ich mal die Meisterin der Fahnen. Auch nichts Neues, aber ein Pirat. Ach komm, nehmen wir den Piraten, warum nicht? Wichtig, Waffe. Der Wissenschaftler, genau dasselbe Ding. Ich habe keine Geheimnisse. Ich habe kein... Angriffspanzer Max. Also MAX in großen Buchstaben geschrieben. 8 Mana, 7 und Gottesschild ist auch ein Mac. Alter. Hier Splittersteintrock oder den Spinnenpanzer. Spinnenpanzer 3-3-4. Nehme ich, weil den Splittersteintrock, naja. Wobei, eigentlich nehmen die sich nicht viel. Der ist halt für 3 Mana genauso stark wie der Yeti für 4 Mana. Ja, ich nehme nochmal den. Oh, Ritzelschraubenschlüssel. Hat plus 2 Angriff, solange ihr einen Mac auf dem Spielfeld habt. Für 3 Mana 1-3. Demnach hat er 3-3-3. Kann man mal machen. Und der ist neu. Deswegen muss ich ihn ja nehmen. Ich habe gerade 3 Legendaries zur Auswahl bekommen. Ragnaros, der Feuerfürst, ist so die GG-Karte, Marcel, für dich zur Info. Kostet 8 Mana, hat 8-8. Kann aber nicht angreifen, sondern fügt am Ende eures Zuges einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Die habe ich mir selber gebaut mit Staub, weil die ist unfair. Punkt. Okay. Und das Ding ist halt... Dein Gegner muss ihn besiegen. Wenn er ihn silenced hat, hat er halt seinen Effekt nicht mehr, aber dafür hat er 8-8. Ist genauso scheiße. Ja. Und du kannst ja aussuchen, wen er angreift. Aber bei Ragnaros ist halt das Gute, zufällig kann er halt dem Helden einfach mal so einen Feuerball ins Gesicht schießen. Dann habe ich bekommen, genauso gemein, Illidan Sturmgrimm. Illidan, Held außer Geschichte von Warcraft. 6 Mana, 7-5, Dämon beschwört jedes Mal eine Flamme von Azinot mit 2-1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hast Illidan auf der Hand, der kostet 6 Mana und 4 Einserkarten. Du kannst dir vorstellen, was da passiert. Aber ich habe eine Goblins vs. Gnomes Karte bekommen. 8 Mana, 5-7. Sneeds, alter Schredder, das ist der Typ aus den Todesminen für die WoW-affinen Leute. Todesröhrchen ruft einen zufälligen legendären Diener herbei. Für mich! Zufällig! Also er kann einfach nochmal Ragnaros rauskommen aus Sneeds alten Schredder. Deswegen. Das heißt, du musst die Karte nicht mal im Deck haben, oder wie? Richtig, also zufällig heißt zufällig. Es gibt zum Beispiel wie heißt denn der? Beim Elite Torrent Chieftain, das ist dieser Rock-Dings von der Band von WoW. Der hat eine Karte, die heißt irgendwie Abrocken und wenn du die spielst, kriegst du eine
Nee, wenn du ihn spielst, rockt er ab und du kriegst eine zufällige 4-Mana-Karte, die diesen Liedern von dieser Band entspricht. Also einmal gibt's Rogue Steward from Behind, macht 4 Schaden und du darfst eine Karte ziehen. Dann gibt es I am Murloc, beschwört 3-5 Murlocs, ist halt super für ein Murloc-Deck, da gehört der auf jeden Fall rein. Weil auch wenn die alle nur 1-1 haben, aber im Murloc-Deck werden die natürlich stärker, beziehungsweise durch diese ganzen Murlocs wird ein einzelner Murloc extrem aufgepimpt. Und dann gibt es halt noch Power of the Horde, da kriegst du einen zufälligen Horde-Typen. Und da kann halt unter den zufälligen Karten von den normalen, also sagen wir einen Blutelfen-Soldat, kann halt auch Cairn Bloodhoof, der König der, der Tauren sein, der eine legendäre Karte ist. Also es können normale oder legendäre. Krass. Und hier kann es einfach irgendeine legendäre sein. Es kann aber noch natürlich eine sein, die dich total in den Arsch schwingt. So, also ich nehme auf jeden Fall Sleeves. Aber es kann eine legendäre sein. So, das Deck ist voll. Wir haben eine legendäre Karte, dreimal dieses Schaföl bekommen. Also mit Waffen werde ich richtig loslegen. Fängt jetzt da... Was war denn das? Das habe ich aus Versehen. Entweder war es ein Lüfter oder du hast gerade angefangen aus Versehen zu saugen. Was? Nee, ich habe aus Versehen das Kabel rausgezogen. Achso, ja gut, dann habe ich wahrscheinlich... dann war es das die Statik vom Rein- und Raus... Also reinstecken und rausziehen. So, ich drücke jetzt auf Spielen. Ja. Im gewerteten Modus könnt ihr 25 verschiedene Ränge erreichen und darüber hinaus auch den höchsten Rang Legende, den ich immer noch nicht habe, weil ich zu Pussy bin. Mein höchster Rang ist Rang 13 oder so. Mehr kann ich nicht. Das ist der Sonnenelfenblut, weiß ich nicht, Typ. Du bist ein Schildträger. Ich werde suche einen guten Platz. Geil. Was? Achso, bei Blade. Suche einen guten Platz. Und da habe ich schon mal Sneeds alten Schredder, weil das ist eine 8-Mana-Karte. Die schiebe ich mal aber gleich wieder zurück. Die will ich nicht haben. Aber ich habe den Splitterstein Trock bekommen. Mir ist gerade aufgefallen, jede Klasse kann ja hier Zauber wirken. Klinge des Verderbens. Oh ja. So, Marcel, seht ihr jetzt, wir haben einen Zuschauer, MD schaut eurem Spiel zu, das ist Marcells Account. Meine Domina soll das heißen. Genau. Mein Ding Dong. Es gibt übrigens auch eine neue Karte. Also mein Dödel. Es gibt einen neuen Hintergrund hier, einmal für Goblins vs. Gnomes, das ist aber die Saison, also innerhalb von Goblin vs. Gnomes wird es bestimmt auch nochmal eingeben, aber das ist jetzt einfach für die Saison Dezember, weil da ja Goblins vs. Gnomes rauskommt. Eine Saison geht einen Monat? Genau einen Monat. Und dafür gibt es halt ein neues Spielfeld und auch ein neues Spielfeld und den Kartenrücken und mein Kartenrücken ist von der Collector's Edition von Warlords of Draenor. So, ich finde ja diesen Farbton von der Klinge des Verderbens cool. Dieses Orange? Nee, diese von der Karte. Dieses Grau. Achso, ja, das ist eine Schurkenkarte. Das ist schwarz eigentlich, eher so. In dem Dreh. Sieht cool aus. Nein, das werde ich ganz sicher nicht tun. Komm, spielen wir mal ein bisschen auf dem Schlachtfeld. Auf dem Spielbrett. Also das siehst du ja gar nicht, ja? Schade. Nee. Das finde ich noch schade, dass man seinen Gegner nicht richtig so richtig schön auf den Sack gehen kann. Ich sehe gerade voll der krasse Kartenrücken, Alter. Meiner oder seiner? Nein. Nee, seiner. Ja, das ist der von Goblins vs. Gnomes. Sieht cool aus. Den hättest du gekriegt, wenn du bis zum 30. November auf Rang 20 gespielt hättest. Und Rang 20 ist der... So viel. Oh, ich habe schon wieder Sneeds Shredder gezogen. Wo habe ich den denn schon wieder her? Habe ich den nicht weggeworfen? Schärföl heißt es übrigens noch nicht Schaföl. Ach, Schärföl, tatsächlich. Ja, kannst du mal sehen. Voll geil, das blubbert so cool, wenn man in der grünen Giftscheiße da rumklickt. Ja, ja. Übrigens, hast du schon mal goldene Karten gesehen? Nee. Die haben Effekte. Also wahrscheinlich würde dieses Öl auch rauftropfen auf die Waffe, wenn ich die in Gold hätte. Ist ja geil. Hobgoblin ist auch eine neue Karte. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Angriff ausspielt, erhält dieser +2/+... What? Das braucht mein Jäger. Definitiv. Definitiv. Nein. Dinifi. Dinifi. Fuck. Was machen wir denn jetzt? Ach komm, Lulu. Der muss weg. Klinge des Assassinen. Ja, ich habe voll viele Waffen entdeckt, ist mir jetzt mal so aufgefallen. Und dieses scheiß Schärföl. Krasser Shit, Junge. Welche Waffe könnte das sein? Die kenne ich nicht.
Ashura 464. Abgeschirmter Minibot, das ist eine Paladin-Karte. Gottesschild, logischerweise. 222. Kotzt mich hart an. Ich hasse diese Paladin-Karten. Smack, yeah. Badabab. Ach, so, sorry. Was mache ich denn jetzt? Na, war wohl eine schnelle Arena-Runde. Ich darf ja dreimal verlieren. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ich überlege aber gerade. Ach, guck mal, ich habe da ihn hier, den habe ich fast übersehen. Ansturm und Gottesschild. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich hau die mal weg. Sieg oder. Warum sagt der Sieg oder Tod? Ist das nicht ein Horde-Schlachtruf? Sieg heil. Okay, jetzt höre ich bei dir, aber. Alter! Das kannst du ja nicht. Ja gut, die Paladine sind ja manchmal so ein bisschen Nazi. Gut. Das war ein Zitat. Ogerschläger, Chance von 50% den falschen. Einen anderen Feind anzugreifen. Okay, fein, naja gut. Würde er seine eigenen Leute angreifen. Voll ah, geil. Scheiße, da ist er. Oh, wie fick ich den jetzt weg? Oh, geiler Schraubenschlüssel. Ich bin Britzel. Los geht's. Alter, die hat, wo hatten die jetzt so viel Schaden? Hä? Hä? Wichtelmeisterin. Ah! Das war die Kombo, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das Schärföl, Schärföl macht ja, dass sie noch zufällig, und das war die einzige, die da ist, plus 3 Angriff kriegt. Scheiße, und jetzt holt die ihre Wichtel raus. So ein ja, geil. Boah, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Wie geil sind denn? Ich brauche, Alter, ich kann mich, ich freue mich auf, Hallo, Ficker. Arschloch. So, was spielt er da? Boah, die. Ja. Naja. Ich brauch nur. YOLO. Yes. Biatch. Flugmaschine mit Windzorn. Die ach ja, Windzorn war zweimal angreifen. Stimmt. Das Problem ist, ich habe gerade über meinen Mana nicht so wirklich nachgedacht. Ich bin so ein Trottel. Oh, scheiße. Aber hey, ich kann gleich Sneed spielen, wenn ich. Sneed Schredder. Ist ja ohne Sneed. Ohne Schniedel. Oh, dieser. Alter Vater. Ja, der Schredder lebt alleine. Fuck you. Los. Muss ich ja machen. Leider. Wir werden voll beobachtet. Was habe ich denn noch so für Kartenrücken? Also ich habe auch Goblins versus... Hat sich das bei dir jetzt schon... Nee, jetzt erst mal. Jetzt müssen sich meine Kartenrücken verändern. Dieser Richter. Habe ich noch irgendwas Schönes? Nee, sonst nicht. Wir warten. Ah, ich will Warlords behalten. Er hat ganz schön reingehauen. Das hat ganz schön wehgetan, liebe Kinder. In der Arena stellt ihr euer Deck aus zufälligen Karten zusammen. Darüber hinaus gibt es tolle Belohnungen zu gewinnen. So. Darfst gleich wieder opsen? Hier dieses yep. Wort. Opsen. Opti-Mopti. Opti? Der Herr Optenhöfchen. Abdi-Babdi-Fabdi. Ey, hast du bei Zirkus Halligalli, war das, glaube ich, Fragerunde nein. Von kleinen... Ja, egal. Fragerunde von kleinen Kindern an Haftbefehl. Oh Gott. Das war richtig cool. Aber das waren Fragen, die den Kindern von Joko und Klaas gegeben wurde, ne? Und dann so, wenn du mein Vater wärst, dürfte ich dann andere Leute schlagen. What? Also, ey, nein, das darfst du nicht, das ist voll böse so. Also, was haben die Kinder denn für einen Eindruck von mir? was habt ihr denen erzählt, so nach dem Motto? So, eine Sache, die man eigentlich nicht macht, seine Münze für das Messer opfern, aber ihr seht. Was ich auch. Du hast gesehen. Einfach nichts Besseres. Nee, das war ziemlich doof von mir eigentlich. Weil der Barbier-O-Mat verleiht meiner Waffe plus einen Angriff, aber die habe ich ja jetzt gleich nur noch einmal. Das hat sich mal so gar nicht gelohnt. Los geht's. Brauchen wir noch mal neu. Ruchloser Unteroffizier. Das ist eine schöne Karte. Gut. Ich muss diesen Panzer ausspielen, ey. Das wird witzig. Boom, Baby. Da ist wieder dieser Ogre. Angriffspanzer Max. Hallo Max.
Boom, wer ist Max und warum ist er im Angriff? Los, Panzer. Es wäre so witzig, wenn der Ogerschläger einfach mal so am Tank vorbeihaut, weil er wegen seinem Effekt. Das wäre es ja noch. Oh yeah. Ah, fuck you. Oh, warte, Bitch-Move. Richtiger Bitch-Move. Alpo-M. Geflecken. Ja, ja, ja. Ey, die sind voll cool, dieser Goblin-Barbier-Omat. Vor allem, guck dir das mal an, das ist ein Barbier, das soll ein Friseur sein, was der für ein Messer hat. Eine Machete, eine Kuckelklinge, eine Kreissäge, ein Schwert. Zahnstocher fehlt noch. Ey, ich renne hier schon seit bestimmt einer Dreiviertelstunde in dieser komischen Stadt rum und... Bemannter Schredder, 443. Lass gleich. Oh, Todesrecht ist Röcheln, bekommen. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Wow. Knappe mir zur Seite. Ich hab nur noch 16 Leben. Was ist da los? Was ist da los? Lol, Zombie-Fraß, was ist denn das für eine krasse Todesröcheln-Sache, ey? Ganz einfach, die basiert auf einem Boss in WoW und auch einem Boss in Naxxramas hier in Hearthstone. Auf der Boss-Taktik. Aber im Spiel ist sie tatsächlich sogar nützlich für den Priester, weil der hat eine Orkenai Seelenpriesterin. Die macht das, wenn die auf dem Feld liegt, werden alle Heileffekte vom Priester in Schadenseffekte umgewandelt, weil der Priester kann ja irgendwohin 2 Schaden heilen, auch beim Gegner. Man kann einem Gegner einfach mal 2 Schaden machen. Okay, das ist natürlich krass. Das ist richtig krass, ist das. Krasikowski. Krasikowski. Was spiel ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Was kann verstohlen halt? Dass er nicht angegriffen werden. Das steht da, rechts daneben. Naja. Was mache ich denn jetzt? Lass mal gucken, was da rauskommt. Yes! Das ist immer das Schöne. Geil, wie die mit dem Fallschirm runterkamen. Ich habe nämlich auch so eine Karte in meinem Priesterdeck, den Todesfürsten, der macht, wenn er selber stirbt, kriegt dein Gegner dafür eine Karte. Dafür kostet der halt voll wenig Mana. Der hat 2,8 und kostet 3 Mana. Und ich finde es aber gerade so geil, weil sein negativer Effekt für mich ist meistens eigentlich ein positiver Effekt, weißt du, was für ein verfickter Glückspilz ich bin. Dann kommt einfach mal seine stärkste Karte aufs Feld, aber ohne ihren Effekt auszulösen, dann ist sie wertlos. So eine legendäre so. Kampfschrei gewinnt das Spiel. Nope. Weil Kampfschrei werden ja nur ausgelöst, wenn du es selber spielst, nicht wenn ich dafür sorge, dass sie gespielt wird. Mm. Oh, das war nett. Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht! Ach, ich brauch Piraten im Deck. Das wäre so cool mit der Kanone. Das kann die 2-3. Die Nacht bricht herein. Na, ja, legst du jetzt Piraten? Zack. Habe ich ja nicht. Ach so. Ich habe die Kanone einfach nur gespielt, weil 2-3 gar nicht so schlecht ist. Fuck you, du Hure. Wieso hat der. Achso, der hat ja 4-3. Achso. Das Problem ist halt, der macht trotzdem gut Aua. Hier, ich hab die Taschenlampe, da drin ist es dunkel. Morgen, Muffel! Das sagt die Wichtelmeisterin immer. Gut gespielt. Oh Gott. Danke. Büroschlag. Ey, ich bin ein Morgenmuffel. Okay, sie hat mir nur zu meinem Zug hoffentlich gratuliert. Also, er hat gerade gut gespielt gesagt. Man weiß ja nie. GG oder. Hey, geil gemacht, Kollege! Okay, Feuerball. So ein Feuerball, Junge. Stellt euch jetzt vor, wie ein kleiner, dicker Mann einen riesigen Mittelfinger vor sein Mikro hält. Also nicht zu euch, sondern zu ihr. Zu dem komischen Apo-N. Genau. 2-mal verloren. Hey, läuft gut. Was sagst du? Ja. Ich hoffe, das reicht für die Folgen. Vielleicht mache ich noch eine 2. Ja, ich glaube auch. Ja, obwohl, bei mir ist eigentlich ungeschriebenes Gesetz, ich verliere 2-mal, gewinne danach 6-mal und dann fliege ich trotzdem raus.
Und dann denke ich mir, warum musste ich die ersten zwei Male verlieren? Ich könnte jetzt noch drei Leben haben. Darth Maul. Cool. Ich muss ja noch die neue Map zeigen. Seid auf der Hut. Hoch. Bahneweg durch die Menge. Welche Menge? Die Menge an Zuschauern, die ich habe. Leere Menge. Mathewitz. Du einer Zuschauer da draußen, ich hab dich ganz verliebt. No homo. Es sei denn, du bist eine Dame, dann hab ich dich noch viel lieber als lieb. Los geht's. Dann erst recht no homo. Genau. Ich bin nämlich gleichzeitig lesbisch und schwul und heterosexuell und queer und transgender, transsexual, crossdresser, Mofurka. Das war dumm. Los geht's. Ich denke heute, Marcel, du lenkst mich ab. Entschuldigung. Schäm dich, was? Ja, es tut mir doch leid. Okay, gut. Leide. Ich leide, so wie Jesus es tat auf seinem Kreuze. Denn er war der König, der keine Krone trug, die. Ne, wieso er hatte doch so. Achso. Wieso hat es Jesus im Rücken oder was war mit seinem Kreuz? Er hing auf seinem Kreuze. Wie hat er das denn körperlich hingekriegt, Alter? Los geht's. Alter. Trock nicht dumm. Ich horte, Mami. Horter? Ist das, was dieser Luftballon kann? Driftlon. Kann das nur der? Nee, Mamfaxo kann das auch. Warum kann der das? Was soll denn das? Der hortet und dann verzehrt der. Was ihr wolle. Demnach kann es auch Relaxo. Ja. Wenn die Attacke. Ja, guck mal, ein Glewehr. Geil. Kampfstreif verleiht einem zufälligen Befreundeten wieder plus ein Angriff. Arschkopf. Ich muss aber sagen, ich finde Horta und so voll kacke. Ich mag diese Fähigkeiten noch nicht. Richtige Bullshit-Fähigkeiten, jawohl. Los geht's. Hat mir zwar nichts gebracht, aber gut. Hauptsache Schaden machen. Ich hab so verloren, das sehe ich da jetzt schon. Der Schuss. Alter, der Schuss ging daneben. Wo ist der Fuck You-Button? Ja. Kobra-Schuss, du Ficker! Ja. Feierabend. Nee. Einen habe ich noch. Nächste Runde bin ich aber so oder so raus. Du kannst nichts mehr machen. Komm, jetzt zieh ich den Schredder, ja, leck mich doch am. Gut gespielt. Ja, so muss ich ihn richtig abficken. Guck mal, wie viele Waffen ich hab, du Biatch. Los geht's. Gut gespielt. Suizid. Auf ihn. So, das war denn so jetzt eine Folge oder so? Wahrscheinlich. Okay, eigentlich habe ich genug Gold für eine zweite Runde gesammelt, weil ich das gekommen sehen habe. Du wurdest von Darth Maul besiegt, ey. Mhm. Wer bist du? Qui-Gon Jinn oder was? Richtig. Ich sitze ja auch nur ich sitze hier oberkörperfrei, verstehst du?